Einfach aufs Fahrrad schwingen und los. Der Drahtesel ist eine gesunde und umweltfreundliche Alternative zu Pferdestärken. Ob zum Einkaufen, in der Natur oder auf dem Weg zur Arbeit. Damit Radeln Spaß macht, ist eine attraktive und sichere Wegeführung wichtig. Denn häufig sucht man Radwege vergeblich oder sie haben ihre besten Tage bereits hinter sich. Wie schön wäre es, wenn kurze oder längere Distanzen einfach und sicher mit dem Fahrrad zurückgelegt werden könnten. Dieser Traum hat einen Namen. Radwegeausbau. Denn damit wird ein ansprechendes und unbeschwertes Fahrerlebnis Realität. Wichtig ist, den Radwegeausbau in eine übergeordnete Mobilitätsstrategie einzubetten. Gerade in ländlichen Regionen müssen dabei Radverkehr und öffentlicher Verkehr in Einklang gebracht werden, auch über Gemeindegrenzen hinaus. Zur Koordinierung der Projektarbeit können Kommunen Kräfte in Arbeitsgruppen bündeln. So kommt schnell Bewegung in die Sache. Und damit man zwischendurch nicht ausgebremst wird, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Der Ausbau von Radwegen verläuft natürlich nicht immer reibungslos. Zum Beispiel, wenn dadurch Parkplätze weichen müssen. Hier hilft Öffentlichkeitsarbeit, um den allgemeinen Mehrwert hervorzuheben. Und Konzepte zur Bürgerbeteiligung für eine höhere Akzeptanz. Außerdem wichtig, eine Bestandsanalyse, um zu sehen, wo überhaupt Bedarf besteht. Die potenzielle Nachfrage aller Nutzergruppen erfassen und die genannten Bedarfe abdecken. Und das eigene Zielkonzept im Auge behalten, um sich auf dem Weg zum Radweg nicht zu verfahren. Denn erst durch die Menschen, die darauf fahren, führt ein sicherer und komfortabler Radweg zu einer verbesserten Mobilität der Bürgerinnen und Bürger.